Hallo meine Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Grash Cosmetics Adventskalender 2023. Von Türchen Nummer 9 bis 25. Ich wollte zwar einzeln jeden Tag oder alle 2-3 Tage ein Türchen-Video machen, aber es hat leider nicht funktioniert. Und deswegen machen wir jetzt alle Türchen auf von 9 bis 24. Grash Cosmetics fangen wir an mit 9. Türchen Nummer 9 ist ein Lip Liner, ne? Ja, Manhattan Lasting Perfection Long Lasting Lip Liner, genau, von Manhattan. In der Farbe steht es auch irgendwo. Ne, aber rot halt. Ein roter Lip Liner ist. Falls ihr euch fragt, da steht ein Karton. Ein roter Lip Liner von Manhattan. Lip von Manhattan hatte ich jetzt noch keinen, muss ich sagen. Aber Lip Liner geht immer. Nummer 10. Nummer 10 ist Max Factor X2000 Mascara. Die habe ich irgendwo, das muss ich gerade gucken. Blub. Habe ich die so drin? Ja, genau. Ups. Weg. Entschuldigung. Die sieht aber anders da aus. Dann ist die Pro Stylist, wo ich habe. Und das ist die normal dann. Okay. Ich wusste gar nicht, dass es da Unterschiede gibt. Weil die Pro Stylist habe ich mal zum Testen gekriegt. Okay, wusste ich jetzt nicht. Dann lassen wir die zu. Die lasse ich aber trotzdem zu. Was ist denn heute los? Die lasse ich aber trotzdem zu, die Mascara, weil ich habe ja die andere auf. Türchen Nummer 11. Da ist von Nivea neu Q10 Energy Antifalten erfrischende Augenpflege. Mildert müde Haut. Ja, hoffe ich mal. Eine Augenpflege geht sowieso immer. Ich habe jetzt auch hier eine Creme. Ist das auch die Q10, oder? Ne, das ist die Zellua. Zellula. Das scheint eine Pube zu sein. Genau. Wie viel Milliliter bist du eigentlich? Ah, 15 ml. Augenpflege geht sowieso immer. Da kann man ja nichts sagen. Die Nummer 12, beinahe hätte ich die übersprungen. Ein riesengroßes, schweres Tüchchen. Und da ist drin von Bruno Banani, Rose und Popcorn. Okay. Das ist ein Body Mist oder was bist du denn? 250 ml. Und Body und Haarspray. Riecht nicht schlecht. Riecht nicht schlecht. Weiter geht's mit Nummer 13. Ah, von Ofra. Airbrush Setting Powder. Broadening and Strawberry. Genau. Von Ofra ein Setting Powder, ein pinkes Setting Powder. Soll ja die Stellen dann auffällen, zum Beispiel unterm Auge oder so. Genau, jetzt weiß ich wieder, was war. Nummer 14. Von Rival Loves Me the Contour Stick in 01 Light. Den habe ich mal gesucht, aber ich habe den nirgends gefunden. Ich meine, Mannem im Rossmann und einen eine Freundin in Bellen in Rossmann haben aber nicht gefunden. Aber jetzt kann ich ihn ja ausprobieren. Bin ich mal echt gespannt. Geh mal auf. Kann man ja mal schwatschen. Geht sogar die Farbe. Bin ich mal echt gespannt. Ich kann den Abmacher wieder. Damit meine Tollpatschigkeit zur Zeit nicht gut. Nummer 15.
passt zur Zeit, weil wenn ich Stress habe und alles, schnäge ich. Ja. Und da ist von Hitchis, ach, die Schmiere drin. Ja, die mag ich auch, aber die Drachenzunge sind besser. Muss ich zugeben. Türchen Nummer 16. Wo geht das so schnell? Oder die Kamera so langsam? Okay. Von Purisch ein 5-Euro-Gutschein. Wow, okay. Toll, super. Und hier ist noch drin von Catrice Clean ID Mineral Brow Powder. Okay, das will ich vielleicht mal ausprobieren, auf meinen Bruder zu geben. Das ist zu. Na gut, dann lasse ich zu. Dann bleibt der eh bei mir, denke ich. Okay. Keine Ahnung, ich bin aber neugierig. Dann kann man sie auch wieder zukleben. Ich benutze sie nicht. Oh. Aber ich denke, dass man es auch als Lidschalter zum Beispiel benutzen kann oder so. Sie sind mehr so graumäßig. Hm. Mal schauen. Türchen Nummer 17. Was Schweres. Von, wie lässt es, was man auch können? Ave and You. Bleiblemisches Serum. Ein Serum. Und was ist das Serum eigentlich? Impurity Reduction. Keine Ahnung, was das gerade heißt. Ach ja, aber ein Serum. Das ist schon mal gut. Entschuldigung. Nummer 18. Das sind die zwei Produkte drin. Okay. Und zwar einmal von Crash Cosmetics die Nippelpads. Zwei Paar drin. Das mal, wenn man zum Beispiel ein Abendkleid anhat, dass man die dann so, also an der Brust dann so drauf macht. Und dann sieht man die Nippel nicht zum Beispiel. Gute Idee. Gerade wenn man Cosplay macht oder wie gesagt Abendkleid oder so. Mega Idee. Und dann von Crash Powder Puff. Und zwar zwei Stück. Ein kleiner und ein großer. Wie bei ihrer Schwemme eigentlich. Ja, der ist ja auch ein kleiner und ein großer. Richtig süß. Ein bisschen weich. Aber packe ich wieder ein. So, Nummer 19. Da haben wir dritten Telefon, darf ich nicht schmeißen. Von Essence ein Cool Collagen Plumping Lipstick in der Farbe Cool Collagen 205, My Love. So. Mal schauen, ob ich ihn falsch bin. Nummer 20. Ich weiß es nicht. Entweder ist er ausgelaufen oder keine Ahnung, was da passiert ist. Oh. Leute. Das war jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich nehme mal was abgegangen. Außen an der Kappe dran. Und da, ah, da sieht man es noch. Da, da. Wo stelle ich noch mal ein? Ja, das sollte doch einer das alte Handy nehmen. Und da war ja nicht auf, ne? Von Trend It Up Super Shine and Stay Nail Polish in der Farbe Rot, klar. Ein Augenblick bitte. Wenn wir schneiden. Hallo, meine Lieben. Sorry, ich muss das Video jetzt zusammenschneiden, weil das Telefon wurde jetzt einfach auf Stopp gedreht. Wir waren bei Türchen Nummer 20, Crash Cosmetic von Trend It Up, Nagellack in Rot, wo am Rand hier ausgelaufen ist und keine Ahnung warum.
Entschuldigung, ich bin so erkältet. Oh, das Wetter ist aber auch nervtötend, gell? Türchen 21. Jetzt muss ich doch das Video zusammenschneiden. Wollte ich doch gar nicht. Türchen, Entschuldigung, 21 von Cheap and Gorgeous 010 Liquid Hydration Spray. Das ist das gleiche wie das. Ja. Habe ich jetzt zweimal. Cool, aber das ist echt mega. Das ist wirklich gut. Nummer 22. Da haben wir drin ein, was bist du? Ein Blush von Physical Formula. Ein Butterblush. Butterblush. Ich hasse die Verpackung, was sind denn? Gehen immer alles so schwer auf. Ne, ich kriege ihn nicht raus. Bleibt da drin noch. Vielleicht kann man es trotzdem sehen. Nein, kann man doch so. Ich sehe das nicht wirklich aus wie ein Blush. Copacabana. Mal schauen. Noch zwei Türchen, genau. Die Nummer 23. Der Anruf hat mich jetzt komplett aus der Reihe gebracht, ehrlich, aber gut. Ich dachte eigentlich, dass die Bescheid sagen, dass mein Onkel gestorben ist, aber naja. Wie es manchmal so ist, ne? Von Benefit, der Professional Primer, Hydrating Primer. Entschuldigung. Aber der wandert weiter. Weil da hat er mir Krümel gemacht. Obwohl, vielleicht in eine neue Rezeptur. Vielleicht probiere ich es doch noch mal. Mal schauen. Dann kommen wir zum letzten Türchen, Nummer 24. Und in der 24, was haben wir da schon jetzt? Sag bloß hier doch wieder rein. Das ist, wenn man sich nichts merkt. Aber gut, man merkt sich sowas bei dem Stress, wo wir haben. Ja, ein Blenderpinsel und ein Blushpinsel oder Highlighter oder wie auch immer. Cool. Die 24 gefällt mir schon mal. Dann habe ich schon 4 Pinsel von mir. Ja, für den neuen. Ja, das war Crash Cosmetic Adventskalender 2023. Er war nicht schlecht, muss ich sagen. Ich wollte ihn ja auch haben. Allerdings im Ofra zum Beispiel. Oder kann ich mir denken. Also er war nicht schlecht, muss ich echt sagen. Was wir Kalender nächstes Jahr einziehen, kann ich euch dieses Jahr nicht sagen. Ich hoffe, nächstes Jahr wird alles besser bei uns. Ja, dann würde ich einfach sagen, lasst es euch gut gehen, feiert schön. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.